Stefan Brandner hält eine Rede im Bundestag und bekommt einen Ordnungsruf. Ich hätte da mal so zwei, drei Sachen, die ich sehr gerne dazu sagen würde. Aber wir hören erstmal, was genau hat er denn gesagt und warum, kommt jetzt hier auf unseren Kanal das zweite Video. Überlegen Sie mal, ein Bundespräsident, der Millionen Menschen draußen als Ratten bezeichnet. Alle die, die nicht seiner Meinung sind, sind Ratten. Und ich rufe ihm zu, lieber Herr Steinmeier, denken Sie drüber nach. Ratten, die ihre Bauexzesse finanzieren müssen, die finanzieren letztendlich ein Rattenloch. Also, man kann jetzt von der AfD halten, was man möchte. Man kann auch von dieser Rede halten, was man möchte. Aber was jetzt passiert, da sieht man mal wieder, dass im Bundestag wieder mal mit zweierlei Maß gemessen wird. Ne? Also unser Bundespräsident darf die AfDler als Ratten und als Schmalzfliegen beschimpfen, bekommt deswegen keine Ordnungsrufe, nur vielleicht ein paar Videos von AfD-Befürwortern. Ne? Aber bekommt dafür keine Häme. Ne? Wird von der SPD, von der CDU, FDP, Grüne, wird von den ganzen Parteien nicht kritisiert für diese Aussagen. Es fällt einfach unter den Tisch. Er darf die AfD und auch die Wähler als Ratten bezeichnen. Aber jetzt kommt nämlich das hier. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Also ein Verfassungsorgan als Rattenloch zu bezeichnen, rufe ich hier eindeutig zur Ordnung. Das geht zu weit. Ja, ruft man da zur Ordnung, weil es sich natürlich nicht gehört. Aber allgemein muss man die Politik eigentlich mal da scharf kritisieren, wie die sich eigentlich in den letzten Jahren äußern. Ne? Und da zählt auch die AfD zu. Ne? Ich bin voll und ganz auf eurer Seite, ne? Dass die AfD für meines Erachtens ein gutes Programm hat, was ich auch wirklich befürworte, weil so wie es die letzten Jahre einfach hier in dem Land abgegangen ist, geht es einfach nicht mehr weiter. Die Altparteien hatten jahrelang ihre Chance gehabt, vernünftige Politik fürs Volk zu machen. Sie haben es vergeigt. Und jetzt, wo eine Partei, und zwar die AfD, für mich eine sehr volksnahe Partei, das in Angriff nimmt und sagt, pass auf, wie der Trump das bei Amerika gemacht hat, Germany's first, erst wir, dann alle anderen, wie es auch richtig sein sollte, wo die AfD das macht, ja, machen die anderen Parteien sich natürlich in die Hose, haben Angst vor dem, ja, Machtverlust und tun natürlich alles dagegen, um die AfD irgendwie, ja, in den Umfragewert mehr oder weniger zu drücken. Aber meine Frage ist, und die richtet sich direkt an den Herrn Steinmeier, wo war denn eigentlich Ihr Ordnungsruf, als Sie die AfDler als Ratten beschimpft haben? Ne? Also als Bundespräsident sollte man sich eigentlich sehr schämen, ne? So über das deutsche Volk zu sprechen, was übrigens auch Ihr Leben finanziert und jeden Politiker da draußen finanziert. Da finde ich das wirklich sehr bedenkenswert, wenn man sich als Bundespräsident so äußert. Auch wie die gute Frau hier jetzt die AfD kritisiert für diese Aussage. Aber bei dem Herrn Steinmeier, ne, da kriegt keiner den Mund auf, da wird es nicht kritisiert. Und das ist natürlich wieder mal das beste Beispiel, dass in Deutschland, ne, mit zweierlei Maß gemessen wird. Alles wird dafür getan, um die AfD wegzudrängen. Wenn andere etwas machen, wird das befürwortet. Ne? Genau wie bei den Demonstrationen gegen rechts, ne? Weil ihr wisst ja, alle AfDler und auch die Wähler und alle Leute, die auf die Straße gehen, das war damals bei der Corona-Politik schon so, sind rechtsextrem, ne? Sind Querdenker, Aluhutträger, wir kennen ja diese ganzen Vorwürfe, ich hatte ja schon mal einen Kanal, ich habe auch ausführlich darüber berichtet, ne? Aber der Herr Scholz geht auf die Straße und protestiert gegen seine eigene Politik. Also, wenn das nicht lächerlich ist, dann, ja, dann, ich weiß es nicht. Es ist einfach beschämend, was aus diesem Land hier wird, was manche Politiker sich rausnehmen. Ne? Ich sage auch nur Herrn Scholz mit Cum-Ex, ich kann mich an nichts erinnern, das fällt einfach unter den Tisch. Die Grünen sich mehr oder weniger enthalten. Es werden Gesetze verabschiedet, ich glaube, das kommt alles mal in einem separaten Video, ne? Was eigentlich im Bundestag alles mal so nebenbei noch vorbeiläuft, wovon ihr noch wahrscheinlich gar keine Ahnung habt. Es wird auf jeden Fall sehr spannend und es lohnt sich, hier ein Abo dazulassen. Im Übrigen haben wir auch die Kanalmitgliedschaft freigeschaltet. Ihr könnt mich quasi sehr gerne unterstützen, wenn ihr das möchtet. Ist natürlich freiwillig. Ansonsten, was haltet ihr davon, dass der Steffen Brandner dafür zur Ordnung gerufen wird, aber ein Herr Steinmeier nicht? Was haltet ihr generell davon, dass gegen die AfD protestiert wird? Seid ihr eher dafür oder dagegen, dass die AfD verboten werden sollte? Also ich meine, man muss sich nur auf TikTok umschauen, um zu sehen, wie blond manche Menschen sind. Ne? Zu sagen,
als Deutsche, ne, es gibt eine gute, ne, das Video werde ich wahrscheinlich hier auch noch auf den Kanal veröffentlichen, die sagt, ja, ich bin eigentlich Deutsche, aber bei einem Gentest kam jetzt natürlich raus, dass ich doch andere Gene habe, darf ich hier bleiben oder nicht? Also wer sich so doof anstellt, um es mehr oder weniger zu sagen, also, der müsste eigentlich schon wegen Dummheit abgeschoben werden. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, ist aber eigentlich so, ne? Wie gesagt, das wird aber wahrscheinlich bestimmt ein Video für Kanalmitglieder, deswegen schaut sehr gerne vorbei. Lasst sehr gerne eine Mitgliedschaft da, falls ihr euch für Politik und für diese Themen interessiert. Wir können auch sehr gerne mal im Livestream diskutieren. Würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt artig, und bezeichnet keinen als Ratten. Ne? Sonst muss ich euch zur Ordnung rufen. Ich küsse euer Herz. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ciao.